Hier seht ihr das Nokia Asha 305 und wir schauen uns die Bedienung von diesem Gerät einmal genauer an. Akku habe ich bereits eingesetzt, eine SIM-Karte ist auch drin. Ich fahre das Gerät mal hoch. Einmal hier drauf gedrückt, ich bekomme ein haptisches Feedback. Hat gerade ein bisschen vibriert, aber nur ganz leicht. Hier steht schon Nokia. Was können wir zu dem Display sagen? Wir haben hier 400 x 240 Pixel. Es handelt sich um ein TFT-Display. Es ist ein resistiver Touchscreen, also reagiert auf Druck, nicht auf Spannung. Und wir haben hier 3 Zoll. Das ist eine Diagonale von 7,62 cm. Ja, so, jetzt muss ich hier nochmal ein paar Sachen auswählen, glaube ich, weil ich den Akku ja rausgenommen hatte. Wie viele Farben haben wir? Wir haben hier nur 65.536 Farben. Das Betriebssystem ist Sirius 40 Asha. Jetzt seht ihr hier schon unseren Homescreen und ich zoome mal ein bisschen rein, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Und ja, das hier ist quasi der Homescreen. Was finden wir hier? Die Uhrzeit, Datum, dann ein paar Apps oder Programme hinten angeordnet. Hier oben SIM-Karte 1, 2, Empfang. Ja, und dann könnt ihr hier einfach rüberwischen und kommt dann insgesamt auf 3 Screens. Einmal hier der Musikplayer, den kann man aber einstellen. Dann habt ihr hier eure Apps und Programme und hier quasi euer Homescreen. So kommt ihr immer zu eurem Programm. Ja, was kann man jetzt hier großartig machen? An sich sieht das hier ja sehr, sehr simpel aus und nicht viele Funktionen sind hier vorhanden. Ihr könnt hier von oben nach unten ziehen, dann habt ihr hier die Möglichkeit zwischen Player, Anrufe und Schreiben zu hin und her zu springen, beziehungsweise direkt aufzurufen. Bluetooth habt ihr hier Datenverbindung und ihr kommt hier auf eure SIM-Karten, also indem ihr einfach einmal drauf drückt und dann könnt ihr sagen, SIM-Karte 1, 2, immer fragen, meine Auswahl. Hier könnt ihr dann hin und her wechseln. Wie gesagt, Dual SIM, ihr habt hier die Möglichkeit, eine zweite SIM-Karte einzusetzen. Lange einfach auf den Screen gedrückt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Apps zu löschen bzw. neue Schnellzugriffe hinzuzufügen, wie ihr sehen könnt. Also das funktioniert relativ einfach. Könnt natürlich auch sagen, ich möchte hier einen neuen Kontakt hinzufügen. So. Und dann wird das Ganze hier irgendwie abgespeichert. Also das mit dem Kontakt hat gerade nicht geklappt, aber hier seht ihr dann, kommen die neuen Apps oder Community ist jetzt hier dazugekommen. So, wenn ihr einmal nach rechts wischt, haben wir hier die Programme. Schauen wir uns das auch einmal genauer an. Wir haben hier einmal den Kalender. Da bekommt ihr einmal eine Monatsübersicht. Dann habt ihr hier Einträge, die ihr abspeichern könnt, Notizen. Genau, und kommt hier wieder auf zurück. Kontakte haben wir hier, habe ich eben schon gezeigt. Habt ihr einmal die Liste, dann könnt ihr suchen, ihr könnt einen neuen Kontakt hinzufügen und dann könnt ihr hier auch aussuchen, SIM-Karte 1 Telefon oder SIM-Karte 2, je nachdem, ob ihr dann auch 2 einsetzt. Den Musikplayer haben wir hier, schauen wir uns im Multimedia-Video an. Internet habt ihr hier auch, Programm schließen, machen wir mal, Mitteilungen sieht so aus. Dialog, Galerie für Fotos natürlich, sind schon ein paar Testbilder bei. Dann haben wir hier den Store, Telefon, Kamera, zeige ich euch auch im Multimedia-Video. Einmal die Einstellungen, Themen, Beleuchtung, Hintergrund, Datum, Uhrzeit, Sprache, Texteditor, Verbindung, Anrufe, Telefon und so weiter und so fort. Alles, was man einstellen muss. SIM-Karten-Manager habt ihr hier auch, da könnt ihr alle Einstellungen zu euren SIM-Karten vornehmen, sofern ihr denn mehrere benutzt, beziehungsweise mindestens 2, maximal 2. Genau, Wecker haben wir hier, soziale Netzwerke, Chat. Mails könnt ihr auch abrufen, Taschenrechner, Karten haben wir hier, Dateien, Video, Radio, Recorder, Countdown, Zähler haben wir hier, das ist ganz praktisch. Da könnt ihr nämlich sehen, auf jeweils bei euren SIM-Karten, also 1 und 2, wie viel mobile Daten ihr bereits verwendet habt, beziehungsweise wie viel SMS ihr verschickt habt. Wetter, Twitter und so weiter und einige Spiele haben wir hier. Ja. So viel dazu. Also ihr könnt natürlich neue Spiele, Programme und so weiter im Store herunterladen, aber das ist ja Nokias betriebseigenes System. Wie gesagt, Sirius 40 Asha und da ist es immer so eine Sache. Also in anderen Videos habe ich euch das schon mal gezeigt. Zum Teil sind da sehr, sehr wenige Programme vorhanden und außerdem sind diese zum Teil einfach teurer als in anderen Stores und bei anderen Betriebssystemen. So, schauen wir uns einmal kurz an, wie man eine SMS schreibt auf diesem Gerät. Einfach hier einmal auf SMS drücken. Hier könnt ihr den Text hinzufügen und dann habt ihr hier eine ganz normale Telefontastatur. Kennt man schon von früher noch. Da waren das halt noch physische Knöpfe. Jetzt haben wir das Ganze auf dem Touchscreen. Wie
geht. Und wie ihr sehen könnt, also das Schreiben ist einfach super und einfach. Smileys könnt ihr auch hinzufügen. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch drehen. Im Landscape-Modus habt ihr dann die Möglichkeit, hier mit einer richtigen Querztastatur zu schreiben. Und dann mache ich das auch nochmal. Irgendwie sind die Buchstaben hier natürlich nicht durch Kästen abgetrennt, wie man sehen kann. Das ist ein bisschen irritierend, aber man trifft hier schon genau. Oder also, wie ihr sehen könnt, manchmal auch nicht. Ist ein bisschen anstrengend hier zu schreiben. Man muss schon richtig, richtig drücken, wie ihr gesehen habt. Wir können ja einfach mal einen Anruf durchführen und mal schauen, wie das aussieht. Gehen hier auf Telefon, haben hier das Ziffernblatt und geben mal eine Nummer ein. 0800 150 70 90. Und dann wählen wir, indem wir hier auf den Hörer drücken. Und so sieht das Ganze aus. Hier könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen. Eigentlich zu freigeben des Telefons die Tastatursperre drücken. Achso, hier so. Also hier einmal drauf drücken, dann könnt ihr stumm schalten, Lautsprecher anschalten, halten, Option W-Taste, Kontakte. Neuer Anruf aufnehmen. Ihr könnt sogar aufnehmen, Gespräch beenden. DTMF senden. Ja, also so viel dazu. Hier rechts ist natürlich Auflegen. Hier haben wir die Lautstärke-Wippe, da muss man noch sagen, das sieht ein bisschen witzig aus, seht ihr? Also sonst hat man ja immer so einen Regler, hier nimmt das einfach so zu. Also das ist so ein Lautsprecher und dann seht ihr hier, wie diese rote Farbe, also diese Kreise zunehmen. Dann wird es lauter. Auflegen, wie gesagt, hier grün, Hörer. Genau. Was ein bisschen fehlt, ist manchmal diese Zurücktaste, die ist halt immer auf dem Screen vorhanden, aber wenn man hier eine hätte, das wäre, glaube ich, praktischer. Ja, so viel erstmal zur Bedienung. Ich konnte euch nicht ganz so viel zeigen. Es ist ein ganz simples Gerät, ein Einsteigergerät, beziehungsweise wer Nokia-Fan ist, hat hier dann einfach noch ein paar Features mehr, Internet und so weiter und so fort, Community. Aber man hat jetzt nicht unbedingt die Freiheit, hier so viel zu individualisieren, wie man das bei anderen Geräten und vor allem bei Android-Geräten hat. Ansonsten kann man echt sagen, günstiges Gerät, Dual SIM, alles was man braucht. Was ein bisschen nerven kann, ist dieser resistive Touchscreen, aber ja, wenn man sonst keine Probleme damit hat, ein Top-Gerät für den Preis.